No man alive has ever witnessed struggles I survived. I shed tattoo tears and couldn't sleep. Was geht ab, meine Damen und Herren? Was geht ab, meine Damen und Herren? Mein Name ist Jesus und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem brandneuen Episodium der Mana Mia Podcast-Reihe hier im Internet. Für die Boomer unter euch, das ist eine Radiosendung, die es online zu hören gibt. Wir befinden uns in der 114. Folge und heißen euch alle herzlich willkommen. Und ich begrüße natürlich hier meinen Bruder Herz Chusen mit dem Tanktop und den absolut gangstermäßigen Tattoos. Am meisten feiere ich übrigens den Kaffeekocher. Das finde ich das geilste Tattoo. Als Italiener richtig nice. Könnte man auch als Grieche machen oder... Ja. Ich glaube, die Türken haben den auch, diese Kannen, gell? Ja, die haben auch so Kannen, ja. Auf jeden Fall richtig geiles Tattoo, Bro. Korrekt. Vielen lieben Dank. Yes. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wie ihr seht, ist es heute warm, wie bei euch auch wahrscheinlich. Was hast du da? Hast du dir so ein Ding geholt? Nein, bist du jetzt in diesem E-Shisha von der Tankstelle an der Kasse... Ding gefangen. Ja, also ich hab's mir schenken lassen. Was ist für ein Geschmack und wie viel Hits da kannst du da nehmen so? Boah, weiß ich nicht. Stand auf der Schachtel drauf. Was ist das? Grape. Peach Ice. Peach also, Ice. Der ein oder andere Rapper dabei auf jeden Fall. Genau. Ja. Okay, krass. Ja, schön. Was geht? Was ist so? Wie ist es dir ergangen, mein Lieber? Wir haben uns kurz gesehen am Wochenende. Wir waren auch gemeinsam kurz in einem Etablissement. In einer Diskothek. In einer Diskothek, genau, ja. Disco. Ja, ich weiß noch, ich war mal meine Tante besuchen in Griechenland. Mhm. Da bin ich immer mit dem Bus gefahren von ihr in die Stadt in Thessaloniki. Mhm. Und dort, wo sie wohnte, war aber so richtig im Dorf außerhalb. Und die Fahrt mit dem Bus in die Stadt rein, die Haltestellen, du hast irgendwie gemerkt, dem öffentlichen Verkehrsbetrieben, dem Verantwortlichen, sind irgendwann die Ideen ausgegangen und irgendwann hießen die Haltestellen so, nächste Haltestelle, Kurve, nächste Haltestelle, Brücke. Und dann kam wirklich eine Haltestelle, die hieß dann, Epomeni Stasi, Disco. Aber da war gar keine Disco. Das war einfach irgendwo, da war wahrscheinlich mal in den 70er Jahren eine Disco gewesen oder so. Lustig. Das war einfach nur so Pampa, so ausgetrocknete Felder und sowas, da war nichts. Krass. Die Station hieß einfach Disco. Krass. Ja, witzig. Boah, ich freue mich so, wenn ich unten bin, Mann. Allein schon diesen Anblick, so gerade im August, wenn so das Gras so leicht verbrannt ist so und so hart wird und so stachelig ist mäßig. Weil es halt alles, weil diese Dürre da ist und dann der Geruch, was... Ja, verbranntes Gras, das magst du ja nicht nur in Italien, ne? Das magst du auch in Deutschland. Allegedly. Dazu wollen wir uns nicht näher äußern. Bruce Lee war ja eine Legende, also könnte man auch sagen, allegedly. Korrekt, allegedly, ja genau. The Legendly sogar, ja. 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 Oder gab es noch einen anderen krassen Lee? Ich bin gerade am überlegen. Stanley. Brandon Lee sowieso, definitiv. Es gibt auch einen Comedian, Bobby Lee, aber der sagt dir nichts wahrscheinlich. Nielsen Leslie. Leslie Nielsen, ja genau, ja. Ja, ansonsten. Ja. Lee Harvey Oswald. War das nicht der Typ, der... Das ist doch noch der Sektentyp, oder? Nee, Lee Harvey Oswald, es hat... Ein Attentäter. Genau, Kennedy. Kennedy-Attentäter, glaube ich. Das könnte man auch als Zitat nehmen. Kennedy-Attentäter. Richtig, ja. Folge dem Geld. Chase the money. Follow the white rabbit, genau, richtig. Glaubst du eigentlich im Nachhinein? Ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr turbulenter Start mit absolut sinnlosen Themenwechseln. Alles gut. Glaubst du eigentlich, dass so geil ich ja Matrix finde, ich liebe ja Matrix, ich bin absoluter Matrix-Fan, glaubst du eigentlich, dass Matrix auch schuld ist an vielen Psychosen, die wir heutzutage so haben? Oder denkst du, wenn es Matrix nicht gewesen wäre, dann wäre es halt Hänsel und Gretel gewesen? Dann wäre es halt 1984 gewesen oder irgendeine Black Mirror-Staffel.
Also im Endeffekt. Aber es war ja schon irgendwie, also zumindest in der Neuzeit, ich meine, es gab ja schon immer, es gab ja auch in den, ich weiß gar nicht mehr, wann der Film rausgekommen ist, dieser Schwarz-Weiß-Film, Sie sind unter uns, da wo die so Brillen aufhaben, dann sehen die plötzlich, dass überall Obey and Buy This und bla steht. 1984 war das auch, oder? Nein, der hieß anders, der Film. Gattaca, nein. Der war auch geil. Dieser Schwarz-Weiß-Film, wo jemand so eine Brille in die Hände bekommt und durch diese Brille sieht er die Wahrheit. Der sieht, dass die Menschheit unterwandert ist von so Monstern, die einfach nur so als Menschen getarnt sind, und der sieht auch Werbeplakate, der sieht die eigentliche Message dahinter. Mhm. Kennst du diesen Film nicht? Der ist legendär. Ich bin mir nicht sicher. Bruder, also wenn du den nicht gesehen hast, dann musst du dir echt als Hausaufgabe geben, den musst du gucken. Das ist halt ein Schwarz-Weiß-Film. Warte mal. Schwarz-Weiß. Jetzt kommt dieser Verschwörungsrapper. Film. Die sind unter uns oder sowas. Warte kurz. Sag mir aber irgendwas. Dark Skies sind unter uns. Nee, Sie sind unter uns ist falsch. Warte, dann. Brille. Schwarz-Weiß-Film, Brille. Aliens. Ups. Warte mal, Sie leben? Ist es Sie leben? Warte mal kurz. Ich sag's dir gleich. Ba, ba, da, ba, ba, ba. So. Mhm. Ready for the show. Ja, ich höre. Guck mal. Nachdem, ja. Also irgend so ein Typ entdeckt eine Sonnenbrille. Mhm. Ba, ba, ba. Ein Karton gefüllt mit Sonnenbrillen, denen er zunächst keine Bedeutung beimisst. Dennoch versteckt er sie und nimmt eine davon an sich. Als er sie aufsetzt, ist Nada erstaunt, denn durch die Sonnenbrille kann er keine Farben mehr sehen. Und die Gläser erzeugen nach dem Absetzen kurzzeitig starke Kopfschmerzen. Noch verwirrter wird er, als er mit der Brille durch die Innenstadt geht. Werbeplakate und Zeitschriften zeigen nur noch Befehle wie Gehorche, konsumiere, schlafe weiter, heirate und pflanze dich fort. Sie leben, sagst du? Ja, Sie leben heißt der Film. Von John Carpenter. John Carpenter. Der 1988. Ach krass, ist gar nicht 70er. Auf jeden Fall, das war schon vor Matrix, so ein Film, der sowas platziert hat. Aber da waren wir noch... Patrick Swayze. Da waren wir noch zu jung. Aber guck dir den an. Ich habe den als Kind im Fernsehen gesehen. Das war so das erste Mal, dass ich so einen Film gesehen habe, der so Verschwörungsdinger glauben halt auch so extrem verstärkt. Auch wenn der natürlich auch viel Wahres drin hatte auf einer Metaebene. Weißt du, was ich meine? So philosophisch. Ja, ganz sicher, auf jeden Fall. Sind ja viele Werbe, Marketing und sowas manipulieren dich ja auch. Ja. Aber es war halt, ist halt ein Science-Fiction-Film. Ist auch überzogen und es geht um eine Weltverschwörung und drohende Gefahr und bla bla bla. Okay. Ja, zieh den rein. Und, aber... Was? Ah, krass. Wird da auch gekämpft? Wie bitte? Wird da auch gekämpft? Ja, klar. Das ist ein Science-Fiction-Action. Ah, weil ich sehe gerade, Jeff Imada ist Teil des Casts. Und Jeff Imada ist Stunt-Choreograf beziehungsweise Filipino-Martial-Artist. Und der hat ganz viele Filme choreografiert, unter anderem, weiß nicht, Born Identity... wie hieß der Film mit Denzel Washington mit der Machete? Wo er da in dieser... Ja. Book of Eli. The Book of Eli, genau. Und dann ganz, ganz viele andere Sachen. Ach krass, ich habe mir gerade einen Cast angeschaut. Interessant. Muss ich mir reinziehen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, Mann. Der Schriftzug Obey, ja. Ich lese gerade hier, wurde durch den Film... zu einem beliebten Street-Art-Element. Wollte also ich gerade sagen. Tatsächlich von dem Film. Krass, es gibt ja diese Marke Obey auch. Ja, das ist inspiriert von dem Film. Kann man sich auf jeden Fall reinziehen, aber man sollte bitte am besten vorsichtig sein, vielleicht kein Rauchen davor. Das ist echt gefährlich. Dass man so reinkommt, meinst du, in diese Welt? Ja, ja ey, das ist auch echt krass gemacht, auch so für die damalige Zeit. Mhm. Naja, wie auch immer, selbst wir waren zu jung, um den Film damals so bewusst mitzukriegen. Ich habe ihn mir dann auch im Nachhinein nochmal angeguckt. Aber so Matrix, würde ich so sagen, in der Neuzeit jetzt, auch so im neuen Jahrtausend, ist so der Film schlechthin. Also kein anderer Film hat auch so einen Impact gehabt auf diese Art von Science-Fiction, die halt auch uns das Gefühl gibt, wir werden alle manipuliert und so. Ich glaube schon, dass die Menschen
schon immer sich gerne so ein bisschen gegruselt haben vor dieser Vorstellung. Aber Matrix hat das schon in der neueren Zeit so manifestiert irgendwie, finde ich. Matrixa. Ja? Ja, Mann. Deswegen, ja, also ich ordne da Matrix schon eine besondere Rolle zu. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Allein schon der Begriff rote Pille, blaue Pille. Ja. Ja, ich meine, der ist ja jetzt, hat sich ja auch so durchgezogen in Deutschrap. Deutsch unter anderem, ja. Savage. Apropos Kool Savage, würdest du sagen, dass Kool Savage, also das ist ja nur eine Einschätzung, weil es gibt ja kein Entweder-Oder, kein Hopp oder Top, kein Schwarz oder Weiß. Mhm. Es gibt entweder Verschwörungstheoretiker oder Nicht-Verschwörungstheoretiker. Auch in der Pandemie zum Beispiel hat sich Savage ja oftmals auch für vernünftige Standpunkte stark gemacht. Sehr oft, ja. Wie man so sehen konnte. Ja. Aber würdest du sagen, dass Savage jemand ist, der so ein bisschen so eine Affinität hier und da immer wieder mal aufgewiesen hat in seiner Karriere? Weil er hat ja schon oft damit gespielt. Ne? Nicht nur mit Savior auf Savage, sondern auch, wie gesagt, dieser rote Pille, blaue Pille Song. Ich glaube, es war natürlich ein bisschen metaphorisch auf den Battle-Rap-Aspekt bezogen auf den Song, aber der hat es ja generell auch immer wieder mal thematisiert, oder? Will ich mir das ein? Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, weil der Rap aus den davorhergehenden Generationen in den USA ja auch immer wieder so Einflüsse davon hatte. Das ist, glaub, also so glaubst du, er hat das von den Amis übernommen? Ich glaube schon, dass es so ein Weitertragen ist. Glaube ich, es ist jetzt einfach nur eine Idee von mir. Aber ich meine, Savage hat sich ja jetzt sehr als sehr, sehr vernünftig erwiesen in den letzten Jahren. Da gibt es andere Rapper, die auch da oben mitspielen, in dieser Liga, die ganz anders sind. So. Zum Beispiel? Weiß nicht. Also, wenn wir das Fass aufmachen wollen, bitte? Das interessiert mich einfach. Ich glaube, ja, Sido ist ein smarter Geschäftsmann. Punkt. Also Sido. Ja. Ja klar, der ist stimmt, der ist ein paar Mal aufgefallen, indem er solche Sachen angesprochen hat. Hat er dann nicht mal gesagt, dass er, wie war das nochmal? Warte, der hat doch irgendwas gesagt von wegen, er kennt irgendwelche Juden in Frankfurt oder sowas. Ja, oder da war Juden? Auch, der stimmt, da war auch irgendwie sowas. Sido, Frankfurt... Verschwörung. Mal kurz angucken. Ja gut, ich meine, wir wollen da jetzt unnötig die Sachen aufkochen von davor, so. Doch, also ich will das schon. Ja, und? Also das sind ja Sachen, die er gesagt hat und die auch bleiben, weil er die auch online gesagt hat. Hier, also, ich habe es gleich gefunden, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sorry, ich habe dich unterbrochen, was wolltest du sagen? Also rein musikalisch muss man ja sagen, dass er schon ein Händchen für Hits hat, so. Ja, das hat ja, also ja, aber das hat ja absolut gar nichts hiermit null, zu tun. Null, null, null. Ganz andere Liga so. Anderes Gesprächsfeld. So. Warte. In einem YouTube-Format spekuliert nun aber auch Sido über den Mythos. Er spricht von Kindern, die auf unerklärliche Weise verschwinden und erinnert an Madeleine McCann, die vor vielen Jahren in Portugal verschwand. Mittlerweile wurde sie ja aufgefunden, oder? Nicht? Nee. Maddie ist immer noch ein Thema. Okay. Darüber gibt es auch eine Doku. Die haben nachgeforscht und irgendwann haben sie gesagt, wir müssen an dieser Stelle aufhören, weil wir gehen zu tief in eine Sache rein, mit der wir lieber nichts zu tun haben wollen. Warte. Vielleicht hat er Kinderblut getrunken. Glaubst du nicht? Ey, hast du es gesehen? Hast du das gesehen? Ja klar, habe ich es gesehen. Glaubst du das einfach? Dass Kinder auf unerklärliche Weise verschwinden. Das wissen wir ja. Und man die nicht wiederfinden kann. Alleine fallen Madeleine McCann vor vielen Jahren in Portugal und so weiter, wo auch, darüber gibt es ein Doku und die haben auch nachgeforscht, wo könnte sie sein. Und irgendwann haben sie gesagt, wir müssen hier auf an dieser Stelle aufhören, weil wir gehen zu tief in eine Sache rein, mit der wir lieber nichts zu tun haben wollen. Das stimmt doch gar nicht, oder? Also ich glaube schon, dass, also ich meine, was heißt ich glaube? Die Zahlen zeigen ja, dass Kinder auf jeden Fall auf unerklärliche Art und Weise verschwinden. Schon. Das auf jeden Fall. Nicht durch irgendwelche Logen oder Geheimbünde, sondern meistens durch Nachbarn, Verwandte in der unmittelbaren Umgebung, oder? Das sagen doch die Statistiken, vor allem anhand der aufgeklärten Fälle. Ja. Keine Ahnung, ich würde da jetzt auch nicht die Verschwörung sehen, aber Bro. Ah, warte, hier ist die Stelle, nur damit wir das korrekt wiedergeben, weil ich will Sido nicht unrecht tun. Bade und so ein Scheiß, ne?
Da sind so Dinge und sehr reiche, sehr mächtige Leute, die sich daran irgendwie, keine Ahnung, was die damit machen, aber ich glaube schon daran, dass sowas sein kann. Das Problem ist, Digga, oder? Ich kann ja eine Sache sagen, Xavier ist ja auch aus der Frankfurt-Ecke da und so, ne? Ich kenne andere Rapper aus Frankfurt und der Ecke, die mir erzählt haben, dass sie auch schon Kontakt mit so Leuten hatten und komische Fragen schon gestellt bekommen haben und so weiter. Die denen klar gemacht haben, okay, es gibt sowas. Besonders in Frankfurt. Frankfurt, die ganze Gegend, der alte Rothschild hat früher seine Kinder, einen Sohn nach Frankfurt geschickt, einen nach Wien geschickt und die haben dann da angefangen, ihr Geschäft zu machen. Deswegen ist Frankfurt auch eine Börsenstadt. Ich will auch nicht zu tief drüber reden, nachher setzen wir Leute irgendwie in Aluhut auf. Ja, das ist auf jeden Fall eindeutig Verschwörungsmythos und es ist halt auch jetzt vor allem in Sachen des Rothschild, also er hat hier nichts konkret über Juden gesagt, aber er hat auf jeden Fall die Familie Rothschild genannt und das halt im Kontext mit diesem Kinderentführungs- und Bluttrinken-Dinger und das lässt halt vermuten, dass da diese antisemitische Verschwörungstheorie dahinter steckt. Also Rothschild als Platzhalter. Ja, also überhaupt dieser Mythos um die Rothschilds ist ja schon antisemitisch, weil der ja so komplett verkürzt ist. Da wird ja so getan, als ob die Rothschilds die ganze Welt kontrollieren. Einfach nur, weil die Rothschilds in einer Zeit, wo die Juden, glaube ich, in Europa auch gar nicht viele andere Handwerke annehmen konnten, halt eben ins Zins- und Bankwesen reingegangen sind. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Es wird aber immer so dargestellt, als ob die halt so ganz systematisch gesucht hätten, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Die durften einfach ansonsten kaum was anderes machen. Ja. Ja gut, das ist ja auch so ein Thema, so ein ganz schwieriges. Wie meinst du? Ja, das, ich meine, das ist ja geschichtlich nun mal so. Der hat sich ja so entwickelt und was? Ja, also wie du schon gesagt hast, dass dann halt jüdische Familien jüdischer Abstammung nur bestimmte Berufe ausüben durften und in dem Bereich dann halt auch dann diese Sachen dann halt, dieser Hass gegen sie halt begonnen hat irgendwann mal. Aufgrund dessen, dass man halt verzinst hat. Hm. Ja. Oder? Ich habe eigentlich nur nochmal das wiedergegeben, was du gesagt hast. Ja, ja. Das ist richtig. Ja, genau. So viel dazu zum Thema Verschwörungsideologien auf jeden Fall. Ja. Ja, was ist noch passiert? Lass mal kurz überlegen. Irgendwie scheint sich dieser Lars Flair Beef zuzuspitzen. Aber so laut dem neuesten Flair-Highlight, auf das wir auch bei Twitch am Montag reagiert haben, ist es ja wohl so, dass Flair da den Taban dahinter sieht, den Manager von Shirin. Ja, ja. Das finde ich, kann man halt schwer beurteilen. Kann sein, ja. Also würde mich jetzt nicht wundern, aber kann auch geschwätzt sein. Das kann ich nicht beurteilen. Ja. Sind wir gespannt auf jeden Fall. Also Lars hält auf jeden Fall die ganze Zeit weiter dagegen. Interessant eigentlich. Also Lars vor allem in dieser Position zu sehen, weil Lars war nie so der... Offensive. Ja, genau, Offensive, ja. Genau, richtig. Ja. Ja, vielleicht war das der Fehler. Vielleicht hätte er schon die ganze Zeit offensiv sein sollen und hat es jetzt verstanden. Möglich, ja. Möglich, das ja. Das ist halt immer so, ich weiß nicht. Es wird einem selten Gedanken, also ich bin kein Fan davon, jetzt mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, aber ab und zu muss man sich zur Wehr setzen. Ab und zu muss man mal da reinlangen, wo es weh tut. Ab und zu muss man sich mal was trauen, weil... Immer nur der Vernünftige zu sein, das dankt einem keiner. Niemand. Das dankt einem niemand, ich schwör's dir. Niemand. Stimmt schon. Krass, Alter, jetzt bist du echt mit so einer E-Shisha hier am Start. Das scheint dich ja total zu triggern. Ja, irgendwie schon, ja, weil ich. Also? Liegt vielleicht daran, dass ich ja noch Nikotin konsumiere und dann ist dann. Das ja. Ist so ein soziales Ding, weißt du? Dann will ich auch eine rauchen, so mäßig. Ach so, ja. Tja, kannst du aber nicht. Mach ich jetzt auch nicht.
Ja, also keine Sorge, ich werde das nicht jeden Stream. Nein, das einfach, darfst du schon machen, alles gut. Das ist ja auch eine Übung werde ich, für mich. Aber, also danke, aber werde ich trotzdem nicht. Also ich werde jetzt bestimmt nicht anfangen, die ganze Zeit das so. Ich rauche viel lieber eine richtige Shisha, ab und zu mal. Das ist schon lecker. Auf jeden Fall, das ist wirklich lecker. Also ich kenne diese Dinger ja aus der Anfangszeit. Die haben sich ja seitdem auf jeden Fall sehr stark weiterentwickelt, sind viel nicer jetzt und viel handlicher auch als diese Riesenfunkgeräte damals da am Anfang, die es ja auch immer noch gibt. Die mochte ich ja gar nicht, diese Riesenteile. Ja, da. Ja, voll. Da sind die halt elegant und handlich, passen in jede Hosentasche rein. Und es ist auch lecker, aber erstens, es ist trotzdem anders als eine richtige Shisha. Der Rauch ist einfach anders. Mhm. So, es ist ja auch gar kein Rauch, sondern Dampf, ne? Ja, ja. Auch wenn natürlich beides nicht gesund ist, liebe Leute an der Stelle. Aber es gefällt mir, was ich daran gefährlich finde und was mir deswegen auch nicht gefällt, ist, dadurch, dass das halt eben so praktisch und unkompliziert ist, neigst du hundertprozentig dazu, das dann halt irgendwann den ganzen Tag lang zu machen. Ja, wir hatten jetzt am Wochenende hier in Friedrichshafen Volksfest. Unser Seehasenfest für alle Leute, die es kennen. Und da habe ich auch ganz viele Jugendliche mit diesen Juuls gesehen, diese kleinen. Was ist das? Juul, J-U-U-L, glaube ich, heißen die. Das sind halt auch so kleine Vape-Dinger und die sind halt so kleiner, sehen halt aus wie so ein USB-Stick. Klein und dann haben die halt alle und die gibt es dann halt irgendwie in 100 verschiedenen Farben irgendwie. Das ist halt so der iPod, um jetzt so eine Boomer-Referenz zu nehmen. Der iPod unter diesen Vape-Dingern. Wann hat eigentlich Apple aufgehört, iPods weiterzuentwickeln? Weiterzuentwickeln oder zu produzieren? Hat es mit dem iPhone aufgehört? Nee, nach dem iPhone, also nach den ersten iPhones gab es noch iPods. Ich erinnere mich, ich hatte sowohl ein iPhone als auch ein iPod. Krass. Ich hatte nur ein iPod. Dann hatte ich irgendwann keinen iPod mehr und dann hatte ich irgendwann ein iPhone. So rum war das bei mir. Ich hatte auf jeden Fall ein iPod und ein, ich weiß gar nicht, was ich da für ein Handy hatte. Ich war ja so relativ so ein Early Adopter bei iPhone. Deswegen halt, da hat es schon mit Podcasts bei mir angefangen. Da habe ich schon Podcasts gehört, weil das was Exklusives für Apple damals war. Ach, krass, guck mal. Ja. Die iPod-Produktlinie von links. Ja, stimmt. Irgendwann gab es diese iPod-Shuffle, was einfach nur so ein Knopf war. Ja, hatte und ich auch. Und es gab so iPods, die einfach wie iPhone 5s aussahen. Ja, ja, ja. Ja, ich hatte so ein Shuffle. Voll gut. Super geil. Klein, handlich. Voll viel drauf. Also verhältnismäßig viel Platz. Zu der Zeit war das auch enorm viel Platz für die Größe so. Schon krass. Okay, krass. Guck mal. Aber Apple stellte am 14. September 2012 eine aktualisierte Version des iPod Touch sowie des iPod Nano vor. Der iPod Touch hatte eine 4 Retina Display erhalten und A5 Prozessor, der schon im iPhone 4S verwendet worden war. Bla 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 bla. Am 9. September 2014 wurde der Verkauf des iPod Classic eingestellt. Im Juli 2017 wurde der Verkauf des iPod Shuffle und iPod Nano eingestellt. Am 10. Mai 2022, also jetzt, kündigte Apple auf ihrer Webseite an, die iPod-Produktlinie mit der Einstellung der Produktion des iPod Touch, welcher der letzte noch produzierte iPod war, zu beenden. Begründet wurde die Einstellung des letzten iPods mit der fehlenden Notwendigkeit für einen dedizierten MP3-Player, da Musikplayer heutzutage unter anderem in Smartphones, Computern und Tablets integriert seien. Mhm. Traurig, gell? Krass. Krass. iPod AD. Ja gut, Minidisc AD, Walkman AD, Discman AD. Aber iPod war schon geil. iPod war nice, super nice. Super nice. Ich hatte auch nur einen einzigen, muss ich ehrlich zugeben. Und das war halt der mit diesem. Du hattest den ersten, glaube ich. Den ersten. Den großen. Ja, iPod Classic, glaube ich. Ja, ja. War das der Classic? Ich guck gerade. Ja,
genau. Ja, iPod, ja. Ich hatte den iPod Classic. Mit der weißen Drehscheibe. In der, nee, ich hatte den in schwarz, mit der schwarzen Drehscheibe. Ah, okay. In der sechsten Generation. Krass. Den hatte ich. Das ist schon geil gewesen. Er war halt nice, weil aus der heutigen Sicht ist das halt lächerlich, aber der war im Vergleich zu diesen ganzen Mini-MP3-Playern, die ich davor hatte, die so ein Taschenrechner-Display nur hatten, war der halt, der hat ein ganzes Display gehabt. Cover. Richtig viel Platz. Ich glaube, der hatte, wie viel Gigabyte hatte der? Weiß ich nicht. Der hatte richtig viel Speicherplatz drauf. Du konntest so runterscrollen an der Liste und nicht einfach immer nur einen Titel so weiterschieben, wie, wie gesagt, auf diesen Taschenrechner-Displays. Und da gab es sogar kleine Spiele drauf. Ich glaube, Snake und sonst, ich weiß es nicht mehr genau. Krass. Der war halt für den Urlaub perfekt. Ideal. Ideal. Apropos Urlaub, wir sind gerade bei einem Thema angekommen. Ich bin bald im Urlaub, was heißt bald? Es ist, sind noch ein paar Wochen hin, bis ich in Urlaub gehe, aber wir sollten uns schon mal langsam Gedanken machen. Hallo, herzlich willkommen bei Manamia, dem Podcast, bei dem interner besprochen werden. Ja. Wir sollten uns mal Gedanken machen, wie wir das machen, wenn ich im Urlaub bin. Ob wir da vordrehen. Okay, alles klar. Drehen wir vor. So, wie hättest du sonst ach so, aus Italien heraus. Ja, das wird nicht funktionieren. Ich erinnere mich an die Folgen, die wir vor 2 Jahren aufgenommen haben. Das war Katastrophe. Also wie du willst, Bro. Das war Katastrophe. Aber das Ding ist, müsstest du dann nicht extra dein ganzes Board und so mitnehmen? Die wir vor 2 Jahren aufgenommen haben, die habe ich übers Handy aufgenommen und das war die reinste Katastrophe. Also mein Zeug kann ich, mein Equipment kann ich nicht mitnehmen, so viel Platz habe ich neben dem Koffer. Ja, dann macht es nicht. Dann müssen wir uns irgendwas anderes. Und die Internetverbindung da am Meer ist auch für einen Arsch. Ich habe da nur so einen kleinen Router so und das. Wir drehen das einfach vor und tun so, als ob es aktuell wäre. Okay, gut. Also, seid einfach überrascht, wenn dann die Folge kommt. Vielleicht überlegen wir uns irgendein zeitloses Thema oder sowas. Hey, stimmt. Aufruf an die Community. Schickt uns doch mal ein paar zeitlose Themen, über die wir sprechen können, um die Urlaubszeit ein bisschen erträglicher zu machen, sowohl für euch als auch für uns. Idee? Ja. Passt. Alles klar. Ja, genau. Ansonsten, was noch so viel passiert, ich weiß nicht, inwieweit wir nochmal dieses Thema aufgreifen wollen, weil wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen haben. Irgendwie scheint ein Rapper in Deutschland gerade auf der Suche nach etwas Stress zu sein, beziehungsweise auf der Suche nach Promobeef. So wirkt es auf mich. Und er hat sich jetzt jemanden ausgesucht, auf den er halt, den er da, auf den er rumhacken will und das bist du in dem Fall. Ja, aber dich hat er auch gedisst. Ja, du bist ja... Ich will dich so mit reinziehen, aber dich hat er auch gedisst. Was hat er gesagt über uns? Dass du ein dass du so ein Sozialpädagoge bist oder sowas. Echt? Hat er das gesagt? Süß. Ja, er ist ein Podcast da mit dem Sozialpädagogen. Süß, süß. Ja, schöne Grüße auf jeden Fall. Cashmo, was läuft? Hast du nicht gesehen? Nein, mit dem Sozialpädagogen. Er ist ja witzig, muss man ihm ja sagen. Er ist super lustig, der ist eigentlich schon, er hat schon eine sympathische Art. Er ist, hat halt so ein NRW-Typ halt, so ein... Ja, ich weiß gar nicht, ob das so stellt... NRW ist viel zu groß, um jetzt irgendwie so pauschal zu sagen, er repräsentiert so den NRW-Typ. Der ist halt so ein ganz bestimmter Schlag von Typ, ja. Der so markige Sprüche bringt und genau, so. Genau. Das sind so, im Prinzip, wenn du in die älteren deutschen Generationen gehst, ist halt so typisch Stammtisch. Das ist halt so der am Stammtisch, voll, der so die besten Sprüche bringt und sowas. Ja, voll. Und wie gesagt, es ist ja witzig, es ist ja auch sympathisch. Ich finde es auch gut, dass er es jetzt nicht so ultra ernst nimmt, weil ich nehme es auch nicht so ultra ernst. Ja. Es ist bisher auch nicht auf einem jetzt ultra schlimmen oder persönlichen Niveau. Aber natürlich stichelt er auch. Der ist auch frech. So, der sagt ja auch Sachen, die fies sind. Und ja, also ich bin mal gespannt, wo das hingeht. Ich bin auf jeden Fall auch bereit, da darauf zu antworten. Wenn es halt eine Antwort wert ist. So viel auf Instagram war mir ehrlich gesagt einfach so zu kindisch, weißt du so. Also ich habe das jetzt in der Vergangenheit so oft durchgespielt und ich finde es irgendwie langweilig, auch für meine ach so irrelevanten Follower, weil
das ist ja genau der springende Punkt, dann zum 20. Mal auf jemanden einzugehen, der mir halt dann bei Instagram irgendwelche Storys schickt, wo er erklärt, wie irrelevant ich bin. Ja, oder warum beschäftigst du dich dann mit mir? Ja, voll. Und es ist halt auch so, habe ich ja jetzt auch schon oft genug gesagt, Irrelevanz wird einem halt gerne vorgeworfen von Leuten, die keine Argumente haben. Also scheint da vielleicht auch irgendwie, ich will jetzt nicht Angst sagen, aber vielleicht ein gewisser Respekt vor einer echten Debatte da zu sein, weil da wird es dann wahrscheinlich eher dünn oder eng, besser gesagt, weil die Argumente sind natürlich eher auf meiner oder auch unserer Seite. So. Ja, ich meine, du wirst ihm ja den Vorschlag unterbreiten, mal sehen, was er darauf sagen wird. Oder du hast ihm den Vorschlag im Stream unterbreitet, oder nicht? Richtig. Ja, mal sehen, was er dazu sagt. Mhm. Bin ich echt gespannt auf jeden Fall. Ja. Ja, so viel dazu. Mal gucken, was da noch so geht. Ich bin auch gespannt auf die Single. Mhm. Ich finde ja seinen Sound, also rein musikalisch von den Beats her, check ich auf jeden Fall, welche Richtung so er mit diesem G-Funk und so, das verstehe ich alles und das klingt auch alles fett und nice produziert. Aber es ist für mich, er ist halt nicht meine Mucke so, ist einfach nicht meine Mucke. Ja, also ich bin generell nicht so ein Fan von so Oldschool-Sounds aktuell zurzeit. Mhm. Aber ich kann trotzdem anerkennen, dass es gut gemacht ist. Das sind auch oftmals echt nice Beats. Auch wenn ich jetzt persönlich jetzt seinen Rap jetzt nicht so spektakulär finde, da bin ich ganz ehrlich. Also gerade wenn er mir so, der sagt so in seinen Livestreams, sagt er da so, ja, den Jesus, den kennt man ja sowieso nur, weil er einmal kurz in einem Bushido-Track erwähnt worden ist. Das war dann schon das Highlight von seiner Karriere. Obwohl das, also er, sein eigenes Karriere-Highlight auch nur aus einem Hin und Her mit Bushido besteht. Das größte Highlight seiner Karriere ist dieser öffentliche Schlammschlacht mit Bushido gewesen. Das plus, ist einfach so. Plus die Brudi, plus die, wie heißt die, diese eine Debatte, die wir hatten, diese deutsche Allmann-Debatte. Allmann-Debatte, ja. Ja, geschenkt, Hat nicht da auch schon Bushido sich eingemischt oder habe ich das falsch in Erinnerung? Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Okay, weißt du was? Ich will fair sein. Dann sagen wir es so. Eine von zwei Highlights in der Öffentlichkeit bei ihm war die oder drei. Komm, sagen wir drei. Allmann-Debatte, Nika Irani und Bushido. Das sind so die zwei Peaks in seiner Karriere, wo er am meisten mediale Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich glaube, wenn man jetzt wirklich... Und es sind alles drei Momente, die eigentlich nichts mit seinem Rap zu tun hatten. Wenn man richtig? Jetzt, ja, absolut, gebe ich dir recht. Und wenn man sich jetzt auch rein die nackten Zahlen anschaut, mit dem Bushido-Ding hat er, glaube ich, einen Zuwachs von 40.000 Followern bekommen oder sowas. Also das war, glaube ich, sein größter Sprung. Das hat auf er jeden ja auch Fall. Ganz gezielt forciert, weil er gesagt hat, ich leake das Tape, wenn ich 100.000 Follower bekomme. Genau. So. Und von so einer Person ist es dann halt schon witzig, wenn mir dann vorgeworfen wird, dass mein Karriere-Highlight etwas mit einem anderen, lustigerweise sogar auch Bushido, zu tun hat. Also eigentlich sollte er der Letzte sein, der sich darüber lustig macht. Ja. Deswegen, also ich behaupte, ich glaube, in so einer Live-Debatte 1 gegen 1 könnte er bestimmt ein paar lustige, markige Sprüche bringen, sage ich mal. Aber argumentativ sehe ich ihn da eher unbewaffnet. Da wär ich schon echt sehr gespannt. Ja. Würde ich mir auf jeden Fall gerne live anschauen, so eine Debatte. Würde ich mir auch. Auf jeden Fall. Hätte ich schon mal Bock, da mir das reinzuziehen. Nice. Was ist dein Claim für die Pepsi Max, obwohl du die schon geöffnet hattest? Keine Ahnung, Bro. Pepsi Max, wenn mal wieder länger debattiert wird. Gut, gut. Ja, sehr gut sogar. Aha, ja, perfekt.
Ansonsten wüsste ich jetzt gerade nicht noch, was passiert ist. Doch, ich habe gelesen, Lil Uzi Vert hat sich als non-binary geoutet, beziehungsweise hat in seine Instagram, auf seiner Instagram-Seite seine Bio aktualisiert. Da steht jetzt Lil Uzi Vert, irgendwie ein neues Album, Red and White, und daneben They Them. Genau, so, genau so habe ich auch, genau so habe ich es auch aufgenommen. Okay, cool, passt, alles klar. Juck mich nicht. Ja, They Them, passt. Habe ich auch kein Problem mit, wenn er das will. Oder wenn sie es möchten. Boah, fuck, jetzt müssen wir uns dran gewöhnen. Wenn Lil Uzi Vert es. Wenn Lil Uzi Vert es so möchten. Wieso möchten? Möchte. Möchten, weil they, them. Non-binary. Seine Non-binary heißt auch Plural, oder was? Ja, ja, seine Pronomen haben sich geändert. Er ist nicht mehr he, him, sondern they, them. Deswegen, also ist er jetzt mehrere Personen, oder was? So wie ich das verstehe, ja. Bist du dir sicher? Das klingt irgendwie... Geh mal auf seine Instagram-Seite. Ja, das bringt mir ja nichts, wenn da nur they, them dran steht. Aber was heißt they, them? They, them, kannst du mal googeln, genau. Dann haben wir das ein für alle mal geklärt. Also ist es ja sowieso klar, dass er das nur macht, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Genau deswegen interessiert es mich auch nicht. Ja, wo, kann sein, wobei Lil Uzi Vert schon immer so ein bisschen Oddball war, beziehungsweise eine sehr feminine... Der Name halt einfach der kleine Lucifer. Ja, ja, ich weiß. Wollte einfach schon immer provozieren und auffallen. Ja, also ja, ist es für mich voll durchschaubar. Ja, das ist einfach, er hat einfach ADHS, blöd gesagt. Ja. Ein Freund, she, her, the, he, they, er, sein, in der... Immer mehr Nutzer, egal ob Influencer, Promis oder Freunde, zeigen offen, mit welchem. Welche Ziele möchten damit ihre Angehörigkeit zur LGBTQ+ und alles noch, aus, was aus dem heteronomen Rahmenfeld zeigen. Doch was bedeuten einzelne Pronomen überhaupt? Wofür steht they, them? Was ist der Unterschied zwischen Geschlechts- und Grundlagen, kurz erklärt? Geschlecht ist der Körper, in dem man sich befindet. Geschlechtsidentität hingegen meint, wer du als Person bist, emotional, sozial, psychisch, diese. Ja, wo ist denn they, them? Ah, hier. Also, non-binäre Menschen fühlen sich weder als Frau noch als Mann. Ihre Geschlechtsidentität kann ein bisschen von beiden binären Geschlechtern enthalten. Während manche sich in keinem der Geschlechter wiederfinden, sie nutzen die Pronomen they, them, um anderen zu zeigen, wo sie sich selbst im binären Spektrum sehen. Also irgendwo. Ja, okay, das heißt aber also nicht, dass er im Plural angesprochen wird, so wie ich das verstehe, sondern dass er einfach weder als Mann noch als Frau angesprochen werden will. Ja. Ja, also das heißt dann nicht, dass du... Sorry. Dass du im Plural von denen reden musst. Ja, ja. Ja, weiß ich nicht. Ich dachte, man müsste sie dann auch so... Steht doch hier. Also, hier steht... Ja, aber wie ist die Ansprache bei they, them? Dann gib doch ein, Ansprache bei they, them. Weil ich glaube, da ist irgendwas mit Plural. Ansprache, they, them. Ups. Ansprache, Amanatschachtem. Ansprache, they, them. Wie rede ich? Bla. Non-binaries. So, baba. Wie spreche ich Non-Binaries am besten an? Weil es darauf nicht die eine Antwort gibt, haben wir bla bla bla. Einfach mit einem freundlichen Hey du oder formulier natürlich auch ich grüße sie. Man sollte geschlechterspezifische Ansprachen wie Herr oder Frau einfach vermeiden. Es gibt ja abseits davon immer noch sehr viele verschiedene Formen. Darauf kann es keine pauschale Antwort geben, denn non-binäre Personen verwenden ganz unterschiedliche Anreden und Pronomen. Frag sie einfach selbst, wie sie angesprochen werden möchten. Darüber hinaus ist es schon hilfreich, wenn du vergeschlechtliche Pronomen, Anreden und Substantiv vermeidest. Ich glaube, dass viele non-binary Menschen die Frage gewohnt sind und sie sich auch wünschen, wie kann ich dich, sie ansprechen?
Und in der Regel haben die Menschen auch eine Antwort parat, weil sie sich damit tagtäglich auseinandersetzen. Mhm. Interessant. Ja. Ist auf jeden Fall interessant. Das Lustige ist, bei dieser ganzen Gender-Debatte, die jetzt seit Anfang des Jahres auch irgendwie in Deutschland so ein Thema ist, diese ganze Debatte hat ja in den USA schon vor 2 Jahren angefangen irgendwie und kommt so langsam hier in den Mainstream nach Deutschland. Und als es so in den Mainstream in den USA gewesen ist oder halt angefangen hat, in den Mainstream so reinzukommen vor 2 Jahren, hat es so einen Comedian aus New York gegeben, Yannis Pappas, also auch ein Landsmann von dir. Also Greco-Amerikaner, der hat dann halt seine Bio umgeändert auf Twitter und Instagram auf he und dann haw. Das fand ich ziemlich lustig. Hee-haw. So hee-haw. Ja, genau. Okay. Ja, fand ich auch ganz lustig irgendwie. Guter, ist ein guter Joke so. Ist ein guter Joke, kann man schon machen. Kann man schon machen, wenn man, ja. Kann man auf jeden Fall machen, fand ich lustig. Aber mein Humor ist so. Aber wäre das jetzt nicht so ein Joke, wo dann Leute sagen würden, ich finde das aber nicht richtig, dass man sich darüber lustig macht? Das finden ganz viele nicht richtig, aber man irgendwie sollte man sich über... Wie siehst du das? Ich finde, man sollte sich schon ein bisschen locker machen manchmal und nicht jeder Witz... guck mal, jetzt fangen wir an mit dieser Laila-Geschichte zum Beispiel. Oh, ich wollte da nicht drüber sprechen, aber dann sage ich dir so meine Einstellung zu dieser Laila-Geschichte. Ich find's scheiße, ich find den Song kacke, mir gefällt die Musik nicht, das ist nicht mein Ding, aber den Song so, nehmen wir mal an, die würden es wirklich verbieten. Es wäre ja Schwachsinn, das könnten sie niemals machen, so. Das würden sie nie durchbringen. So. Der Song wurde ja auch nicht Der wurde nur von der Playlist entfernt oder beziehungsweise der Veranstalter hat sein Hausrecht geltend gemacht. Leute, entspannt euch. Oder? Ja, schon. Ja, aber ich verstehe jetzt nicht, was das mit dem Punkt davor zu tun hat. Also guck mal, du findest es lustig, dass dieser Grieche sein Pronomen geändert hat in he und haw. Der hat es halt gemacht. Iha. Ja, genau. Und der hat das halt als Provokation gemacht. So, ich weiß, worauf er hinaus will. Passt. Gut. Glaubst du, guck mal, glaubst du, dass er etwas gegen non-binäre Menschen hat? Nein. Und das weiß ich sogar. Findest du, es kommt aus diesem Post so rüber? Es kommt in dem Post nicht so rüber, aber wenn man sich so ein bisschen mit dieser Person beschäftigt, dann merkt man, dass es nicht sein Problem ist. So. Der wollte also, halt nur einen Joke machen. Also der Witz kommt so rüber, als ob er ein Problem mit non-binären Menschen hat. Ich denke schon. Also wenn man das zum ersten Mal sieht, ja, dann wird man das schon eher... Also, lass mich da gerne konkreter drauf eingehen. Aber trotzdem fandest du es ja lustig. Ich fand's lustig, ja. Warum? Ich fand's lustig, weil ich... weil ich halt irgendwie gesehen habe, okay, der hat ein aktuelles Thema genommen und hat es irgendwie geflippt, hat so sein eigenes Ding draus gemacht. Genau. Und warum ist das okay? Warum findest du das okay? Warum ist es okay? Ich finde es okay, weil er damit niemanden angreift. Also er sagt ja nicht, er sagt ja, klar, nur, weil er... Irgendjemand fühlt sich immer angegriffen, auch in dem Fall. Ja, gut, dann sollen die sich angegriffen fühlen und damit leben so. Ich meine, ja, wenn du zu einer Comedy-Show gehst, findest du auch nicht jeden Witz gut, aber... Aha. Du machst gerade die Überleitung, die ich selber machen wollte. Genau. Guck mal, jetzt ist Folgendes passiert. Und zwar habe ich auf Twitter gesehen, dass eine gewisse Sarah Cohen-Fenty sich aufgeregt hat über Nizars neues Comedy-Programm. Okay. Ja. Und zwar auf eine sehr offensive Art und Weise. Und mich würde mal deine Meinung dazu interessieren, weil es ist eigentlich im Prinzip genau derselbe Fall. Ja. Du hast ja dieses Comedy-Bit von Nizar gesehen. Wir haben ja sogar hier im Podcast drüber gesprochen. Ja, wir haben es ja gelobt, ne? Ich habe es empfohlen, ja. Genau, du hast es empfohlen. Ja. So, sie schreibt, sie ist Jüdin. Ja. Offensichtlich. Nachname Cohen kennen wir von Sacha Baron Cohen. Ja. Sie schreibt, oh Gott, jetzt fängt wieder der... Aber weißt du was, ich lese es einfach vom Smartphone vor. Ich muss es ja nicht hier auf dem Rechner aufmachen. Okay. Das ist immer so bescheuert. Auf dem Rechner musst du dich immer anmelden. Warte mal kurz. Cohen, hier ist sie. So, sie schreibt auf jeden Fall, ich habe heute Morgen beim Anschauen von Nizar Comedy mehrmals Pause gedrückt, weil sich seine antisemitischen Witze wie Schläge in die Magengrube anfühlen. All die es... erstmal zu verdauen gilt. Ein Araber, der unter tosendem Applaus
über Hakennasen und den geldgierigen Juden Witze macht und ihn mit Einhörnern vergleicht, dessen Geruch und Körper er erleben möchte. Der verwundert ist, dass noch so viele von uns Juden übrig sind, der Israel als raffgierig und Frauen- und Kinderschläger darstellt. Das ist Humor, das bekommt Beifall. Seid ihr alle Meschugge? Soll ich mich mal auf die Bühne stellen und anfangen, über Araber und Muslime herzuziehen und nicht nur so ein bisschen witzig und im Spaß, sondern da, wo es wehtut, weil es Teil ihrer Kulturgeschichte ist? Ja, Nisa, Comedy, du kalkulierst diesen Shitstorm bewusst ein. Denn wie du sagst, können wir, obwohl uns alle hassen, uns alles erlauben, weil man uns während der Shoah fast komplett ausgelöscht hat. Frag dich mal, wie ich meinen Kindern deinen Humor über sie und ihre toten Verwandten erklären soll. Hashtag Antisemitismus. Und dann hat sie noch den Link dazu gepostet und geschrieben, hier der Link zu seiner Comedy-Show. Und jetzt wird's interessant, auf die ich dank Ed Ben Salomo aufmerksam geworden bin und die weder Likes noch Klicks verdient. Ihr regt euch alle so über einen Mallorca-Song auf, aber solch antisemitischer Scheiß ist okay. Okay, also, boah, da sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Schieß los. Also, Damit wir auch mal beweisen können, den Leuten, die uns natürlich dafür kritisieren, die Leute, die uns mögen oder länger zuhören und denselben Standpunkt haben, die wissen natürlich, dass wir nicht nach zweierlei Maß müssen. Aber damit die Leute mal sehen, dass wir in alle Richtungen argumentieren, diametral quasi. Ja, genau. Sag mal deine Gedanken dazu, dann also, sage ich auch. Der erste Gedanke ist, was haben ihre toten Verwandten damit zu tun? Er hat doch nicht irgendwie über die toten Verwandten gesprochen, sondern über. Also. In diesem Shitstorm-Ding gibt es ein Bit, da redet er sogar über Juden. Und zwar, dass er in einem Club aufgetreten ist und der Clubbesitzer Jude war und er den Clubbesitzer gefragt hat, sorry, wenn ich jetzt so viel davon spoiler. Egal, mach ruhig. Das klingt aus seinem Mund trotzdem witziger und lohnt sich immer noch, es sich anzuschauen. Absolut. Genau, und dass er dann halt irgendwie gesagt hat, hey, ich bin so ein Typ, ich habe noch nie davor einen Juden gesehen, bla bla bla, das war für mich neu, also habe ich ihm dumme Fragen gestellt. Und habe gefragt, ob er Eigentumswohnung hat oder ob er gut mit Geld umgehen kann, hahaha, und so weiter und so fort. Der hat halt praktisch alle Sachen, so die ganzen Vorurteile praktisch runtergespielt. Ganz wichtig dazu hinzuzufügen. Zu einem Juden. Ja, ja, ganz wichtig hinzuzufügen ist, dass er das aber auch jedes Mal in seinem Comedy-Bit als Sarkasmus kontextualisiert. Die ganze Zeit. Dass er jedes Mal hinzufügt, ey, das ist Spaß. Ja, ja, und der hat genauso über Albaner gesprochen oder spricht über, ich war vor 2 Wochen bei Nisa in Ulm, hab ihn dort gesehen und er hat da auch Witze gebracht, die ich nicht gut fand, so, die ich persönlich nicht gut fand, aber deswegen, nur weil ich die Witze nicht gut fand oder ich die Witze von mir aus auch geschmacklos fand, darf man es ihm nicht verbieten, diese Witze so zu bringen, ich weiß es nicht. Weil jeder fühlt sich irgendwann mal irgendwo angegriffen. Genau. Und die Sache ist, es muss noch möglich sein, solange man sich an geltendes Recht hält natürlich und solange man natürlich, aber das ist doch Konsens. Es muss trotzdem möglich sein, Satire zu betreiben. Ganz und ich habe mir, nachdem ich diesen Post gesehen habe, diesen Bit von Nisas Show nochmal angeguckt und es ist eindeutig zu erkennen, dass es Satire ist. Ja. Dass es nicht ganz ernst gemeint ist, dass es nicht, so wie sie sagt, dass es eben doch Spaß ist. Ja, so er kennzeichnet es und er fügt auch in demselben Comedy-Bit eine Passage ein, die überhaupt gar nicht Quatsch ist, sondern wo er auch ernsthaft redet, wo er sagt, dass sie sich gut verstanden haben, dass sie einander sympathisch waren und so weiter und so fort. Weil das erwähnt die Frau natürlich nicht. Genau. Und sie sagt, wie soll ich das meinen Kindern erklären? Ja. Warum musst du deinen Kindern Comedy-Satire erklären, die für Erwachsene ist? Das wäre so, wie wenn ich zu Quentin Tarantino gehe und sage, wie soll ich meinen Kindern erklären, warum du die ganzen schwarzen Menschen bei Django umbringen lassen hast? Ja. Das ist Teil eines Kunstwerks. Genau. So, bei einem Film ist es ein Film, bei einem Gemälde ein Gemälde und bei Comedy, bei Satire, bei Komödien ist es eben ein
ein lustiger Kontext, in dem halt auch ernsthafte Themen mit eingearbeitet werden. Man muss das nicht geil finden. Genau, das ist es nicht. Man muss es nicht geil finden. Aber sofort so weit zu gehen, dass man den anderen als erklärten Antisemit diffamiert, ist halt, finde ich, schädlich für unsere Gesellschaft, weil es das Miteinander schwieriger macht. Ja. Ja, und und deswegen bin ich da gerade drauf gekommen, weil du nämlich kurz davor noch lustigerweise erzählt hast, dass du halt eben dieses Umändern in Hee-Haw witzig fandest. Ich persönlich finde es nicht so witzig, ich finde es voll der Sparwitz. Ja, es ist ein Sparwitz. Aber du fandest es witzig. Ja. Und ich weiß ja, dass du zum Beispiel voll die tolerante Einstellung hast und auf jeden Fall niemals irgendwie auch nur einen Zentimeter homophob oder non-binär phob oder sonst irgendwas denken würdest. Aber du fandest trotzdem genau diesen Witz witzig. Ja. Und genauso, und natürlich spielt es keine Rolle, weil für jemanden, der dich nicht kennt, kann das anders rüberkommen. Ja? Absolut. Aber genauso ist es ja bei Nizar. Wir beide, wo wir Nizar auch persönlich kennen, wir wissen ja, dass der kein Antisemit ist. Ja. Es spielt aber in der Öffentlichkeit keine Rolle, weil da kennen die Leute den Menschen nicht privat. Und da kann es dann schnell dazu kommen, dass er dann halt hingestellt wird, als ob er Hass gegen Juden zum Beispiel in dem Fall verbreitet. Und das ist unfair, gelinde gesagt. Absolut. Wie gesagt, man muss das nicht mögen, man muss das nicht geil finden. So, ich finde auch nicht alles perfekt. Aber es ist für mich trotzdem, ich habe es mir nochmal angeguckt, ich hab ihm auch gesagt, ich finde, man könnte da noch mehr auch in alle anderen Richtungen austeilen, aber muss man aber nicht. Richtig. Weil unterm Strich ist es trotzdem erkennbar als Comedy, trotzdem erkennbar als Satire und trotzdem noch angereichert mit Passagen, die die Verständlichkeit und seine generelle Einstellung für den Zuhörer so nachvollziehbar machen. Und genau das macht nämlich meiner Meinung nach auch ein gutes Comedy-Set aus. Bei einem Comedy-Set geht es ja erstmal, oftmals geht es ja darum, irgendwie eine These in den Raum zu werfen, die super riskant ist. Super riskante These und dann irgendwie das irgendwie verteidigen, beziehungsweise da den roten Faden dafür zu finden. Und bei einem Comedy-Set, das sich bei einem Stunden-Special, das dann halt auch Shitstorm heißt, wo es auch darum geht, dass er bei Instagram gesperrt worden ist und so weiter und so fort, er will ja polarisieren, er will ja provozieren, dann Und was ich, sorry, wenn ich das gerade noch da schnell dazwischen werfe, bevor ich das vergesse. Mach das. Was ich auch lustig finde, ist, dass man diesen Spieß halt auch umdrehen könnte. Mhm. Weil sie hier auch einfach schreibt, ganz am Anfang, ein Araber, der unter tosendem Applaus über Hakennasen und den geldgierigen Juden Witze macht. Welcher Araber? Ja, voll, das ist Tunesier. Könnte man ihr doch dann jetzt auch Rassismus vorwerfen. Woher weißt du denn, ob er ein Araber ist? Ja. So, kennst du seine Staatsbürgerschaft? Ein Deutscher ist er eigentlich sogar. Genau. Also das ist doch genau das, und ihr Tweet ist kein Comedy-Bit. Ja, genau. Das ist ein Tweet, der ernst gemeint ist, in dem ein schwerwiegender Vorwurf des Antisemitismus erhoben wird. So, also ist auf jeden Fall gar nicht mal so schlau, wie sie wahrscheinlich gedacht hat beim Posten, muss ich ehrlich sagen. Ich bin gespannt, wie gerade dieses Thema jetzt auch diskutiert werden wird. Wird es diskutiert werden? Keine Ahnung. Es ist auch nicht absehen. Also ich habe es bis jetzt nur auf Twitter gesehen, weil sie ihn markiert hat. Es ist jetzt auch nicht so smart, das zu verlinken und zu sagen, dass es keine Views und keinen Daumen verdient hat. Dann hättest du es auch nicht teilen sollen. Ja gut, das ist offensichtlich der Versuch, einen Shitstorm zu erzeugen. Ja, natürlich. Offensichtlich. Natürlich. Und da scheint es ihr ja dann doch nicht so wichtig zu sein, das Ding zu canceln, sondern eher Hass darauf zu lenken. Das scheint ihr wichtiger zu sein. Weil sonst würdest du ja sagen, ich nenne den Namen nicht, ich nenne den Link nicht, ich sag nur, es wurde von einem bla 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 gemacht und ich finde das total kacke. Ja. So, sie markiert ihn, sie postet den Link, sie möchte, dass er Hass erfährt. Ja, voll. Und sie nimmt es zumindest billigend in Kauf. Mhm.
Bei allem gegebenen Respekt auch für Juden auf der ganzen Welt so. Ich denke mal, wenn man sich so das Special angeschaut hat, da wurden auch andere Nationalitäten mies hops genommen und das ist irgendwie verbindet es uns ja doch, dass wir auch manchmal über uns selbst lachen können. So wie viele Sachen finde ich auch lustig, die so Italiener-Jokes finde ich ja teilweise auch lustig, wenn sie gut sind, wenn sie gut gemacht sind, können ja auch lustig sein. Ja, also ich bin der Erste, der dabei ist, wenn man die Gefühle anderer respektieren sollte. Absolut, ja? Und wenn es nachvollziehbare Gründe gibt, dass etwas tatsächlich einfach nur hetzerisch ist, ja, dass etwas tatsächlich einfach nur Hass schürt, dann bin ich der Erste, der dabei ist, das zu verurteilen oder sogar zu dagegen anzukämpfen, argumentativ. Aber wenn es ganz klar im Kontext von Satire, Comedy oder sonst was passiert und nicht in den strafrechtlich relevant wird, also wenn es nicht geltendes Recht in Deutschland bricht, dann finde ich, ist es doch schade, wenn wir uns so gegenseitig halt auch das Lachen verbieten. Ja. Also weil wir reden hier nicht über die Comedy-Show von einem Araber, der jetzt 2 Stunden lang nur über Juden gesprochen hat. Ja. Das ist unfair, das so darzustellen. Absolut, absolut. Und wie gesagt, als ich dort gewesen bin, jetzt bei seinem neuen Programm, oder beziehungsweise das ist jetzt gerade noch in der Entstehungsphase, aber das, was ich hören konnte von seinem neuen Programm, da waren, glaube ich, 5, 6 schnelle 9-11-Jokes, einer nach dem anderen. Die fand ich zum Teil auch scheiße und fand die auch nicht lustig, aber wer bin ich, dass ich es ihm verbiete, die so zu sagen? Weißt du, wie ich meine? Wenn mal einer drüber ist und ich den nicht gut finde, dann finde ich den halt nicht gut. Fertig, aber dann lebe ich auch damit so. Oder ich, von mir aus kann ich darüber sprechen. So wie, das ist dann vielleicht auch ein Weg, um in ein Gespräch zu suchen. Aber das, was da jetzt passiert worden ist, ja, ist einfach nur eine Verurteilung, ohne dass man davor ein Gespräch gesucht hat. Man hätte ja auch ihn taggen können, at Nizar Comedy. Hey, sag mal, wie hast du das gemeint? Mit dem und dem Joke. So, das wäre eine ganz andere Herangehensweise, wie der Tweet, wie er sich da so liest. Keine Ahnung. Aber vielleicht, weiß nicht, sind wir da irgendwie voreingenommen? Ich weiß es nicht. Nö, sind wir nicht. Also ich bin einfach nur sehr hellhörig, wenn ich finde, dass Unrecht geschieht. Und zwar in alle Richtungen. Ich bin hellhörig, wenn etwas rassistisch wird, wenn Gefühle undifferenziert verletzt werden, aber ich bin auch hellhörig, wenn jemand vorverurteilt wird. Ja. Ich bin auch hellhörig, wenn jemandem Dinge unterstellt werden, die so tatsächlich gar nicht zutreffen. Ist so. So sehe ich das auch. Ganz einfach. Ich bin immer gegen Ungerechtigkeit und nicht nur dann, wenn es mein Lieblingsthema betrifft oder mein Lieblingshassthema. Das tue ich nicht. Ja, ja. Tun wir nicht. Nee, tun wir beide nicht. Ja. Mal schauen. Also ich bin echt gespannt, wie das sich weiterentwickelt und schöne Grüße an Miss Cohn auf jeden Fall. Vielleicht wäre da ein Gespräch besser gewesen oder halt irgendwie, ich weiß nicht, ich kann schon verstehen, dass man sich angegriffen fühlt, auf jeden Fall. So, ich will jetzt nicht sagen, dass man sich... Von mir aus, man kann sich von allen möglichen angegriffen fühlen. Absolut. Keine Frage. Aber der Ton macht die Musik. Ja, eben. Die Art und Weise, wie man die Kritik äußert. Wieso hat, ich schreibe ihr nicht vor, was sie zu tun hat. Nee. Und ich schreibe erst recht einem Menschen des jüdischen Glaubens vor, wie gewisse Aussagen in Deutschland jetzt aufzunehmen hat. Aber es wäre wahrscheinlich 1000-mal produktiver gewesen, Nizar zu markieren und einfach erstmal auf sachlicher Ebene einfach zu sagen, hey, ich habe dein neues Comedy-Programm gesehen und ich fand das nicht witzig. Mich haben deine Witze verletzt. Mhm, genau. Da hätte ja Nizar auch eine ganz andere Möglichkeit gehabt, darauf einzugehen. Absolut. Zum Beispiel zu fragen, hey, warum? Was fandest du nicht witzig? Und dann sagt sie,
Und dann kann er ihr vielleicht erklären, ja, aber ich habe das so und so gemeint oder da ist doch im Gesamtkontext von dem Comedy-Programm das und das passiert. Und vielleicht hätten sie sich geeinigt und irgendwo einen Konsens gefunden, so einen gemeinsamen Nenner oder vielleicht auch nicht. Das weiß ich natürlich nicht. Aber so, wie sie es jetzt gemacht hat, entsteht da natürlich überhaupt gar kein Dialog. Was soll Nisa darauf antworten? Ja, ja, natürlich. Also da kann er ja nur sagen, nein, ich bin kein Antisemit. Ja. Die macht ja extra Hashtag Antisemitismus. Ja, ja, ja. So dass also jeder, der im deutschsprachigen Twitter den Hashtag Antisemitismus sucht, wenn ihr Tweet gut genug läuft, dann direkt darauf weitergeleitet wird, dass er sich ihren Tweet durchliest, wo sie erklärt, dass er halt ein Araber ist, der Witze über Hakennasen und geldgierige Juden macht und dann sich denkt, ey, was ist denn das für ein Hassprediger? Ja. Dürfte ich fragen, wie viele Likes ihr Tweet hat? Tweet hat wie viel Faves? Faves, Verzeihung, Faves. Ich bin jetzt Twitter-Experte, deswegen muss ich da schon darauf bestehen, dass das Vokabular richtig benutzt wird. Absolut. 448 Faves. Mhm. Ja. 400. Ein bisschen mehr als meine Ratio an Cashmore. Das ist auch so eine Sache, die nach hinten losgegangen ist, gell? Naja. Naja, lass mal in die Kommentare schlittern, mein Freund. Oder hast du noch ein Thema? Ich habe eine Empfehlung, die ich gerne... Bam, Alter, das hättest du sehen sollen. Ich habe meinen Wäschekorb getroffen. Okay, ich bin am Start. Egal. Ich habe eine Empfehlung, die ich gerne aussprechen würde. Wirklich mit Herz, weil ich das sehr nice fand und ich finde, das sollte man sich unbedingt angucken. Und zwar auf... Ich glaube, jetzt müssen wir doch nochmal uns unterhalten über Amazon Prime Zugang bei dir. Es gibt auf Amazon Prime ein neues Format von Teddy. Hast du schon mitbekommen? Noch nicht, nee. Ey, Dicker, dieses Format, ich glaube, es ist aus den USA übernommen. Das ist genial. Es ist, warte. Sag mal. Amazon Prime. Pass auf. Dieses Format heißt One Mic Stand, okay? Und was da passiert ist, dass ein professioneller Comedian sich einer prominenten Person, die nicht Comedian ist, zusammentut und diese Person vorbereitet. Geil. Und dann macht diese Person einen Stand-Up Performance. Yeah, yeah, yeah. Und in der ersten Folge, die ich gesehen habe, hat einfach Hazel Brugger Karl Lauterbach vorbereitet. Stark. Und am Ende der Sendung steht einfach Karl Lauterbach auf der Bühne in Teddy's Show und macht eine Stand-Up-Show. Geil, geil. Ey, wirklich. Und ich finde, ich will das gar nicht spoilern. Ich finde dieses Format genial. Ich finde auch, dass es Teddy geil moderiert. Ich finde, Karl Lauterbach, der auf jeden Fall, sag ich mal, in der letzten Zeit jetzt nicht unbedingt gut weggekommen ist in der Öffentlichkeit oftmals, hat mit in dieser, das meine ich jetzt nagelt mich jetzt nicht auf irgendwelche Politik fest, ich meine nur persönlich, als Typ, mit dieser Stand-Up-Routine so viel Selbstironie auch bewiesen, das kam so sympathisch rüber, das kann ich echt nur empfehlen, dass man sich das anguckt. Ja, ja. Sehr nice. Okay, das ziehe ich mir auf jeden Fall rein. Es gibt auf jeden Fall schon mal ein Video, von Hazel Brugger und Karl Lauterbach, die sind schon mal auf jeden Fall aufeinander getroffen. Ja, die sagen auch da, dass die sich kennen. Die sagen sogar, dass die befreundet sind. Genau, genau. Und Karl Lauterbach ist unter anderem auch mit, wie heißt der nochmal? Die Koksnase, ehemalige Koksnase, ich glaube mittlerweile nicht mehr. Benjamin von Stuckrad Barre. Kenne ich nicht. Na klar, kennst du den. Nee. Gib mal ein, Benjamin von Stuckrad Barre, der hat irgendwie, der ist so ein Autor und Benjamin von Stuckrad Barre, den kennst du auf jeden Fall. Von Stuckrad Barre. Ja. Ich höre, sagt mir gar nichts. Was? Auf jeden Fall sind die auch befreundet. So, und der Karl Lauterbach, das ist nämlich auch so eine Sache, wo wir beim Thema Selbstironie sind. So, die meisten Comedians, die so nice sind, die sind ja auch gut, weil die auch mal über sich selbst lachen können oder über sich selbst so Witze machen können. Da ist Bill Burr ein großes Beispiel dafür zum Beispiel. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, so ein Pfeiler
der Comedy, dass man halt auch über sich selbst lachen sollte und müsste und dürfte. Ja. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall ein absoluter Gucktipp von mir. Zieh ich mir auf jeden Fall rein. One-Mic-Stand. Dann muss ich mir auf jeden Fall jemanden mit einem Amazon-Account suchen. Yes. Ja. Hast du auf Disney Plus weitergeschaut, mein Freund? Ja. Yeah. Ja. Nee. In dem Fall nicht, oder? Was? Nee, tatsächlich nicht. Aber du kannst trotzdem von mir Abhilfe bekommen. Ach so, ja, nein, ich will nicht in dein Amazon da rumstöbern. Nee, nee, nee. Ich vertraue dir, dass du da keine Dildos bestellst. Okay. Dildo King. Ja, geh mir in die Kommentare rein, bevor es zu schlüpfrig wird, mein Freund. Es wird immer nur in deiner Fantasie schlüpfrig. Ja, ich bin auch so ein... Du siehst das alles immer viel schlüpfriger, als es ist eigentlich. I have a dirty mind, so. Ja, scheint so. Scheint auf jeden Fall so, ja. So, ab in die Kommentare. Übrigens, es ist wieder passiert. Es wurde wieder ein Kommentar entfernt, beziehungsweise ein Kommentar ist nicht sichtbar, aber in unserem Creators Dashboard ist dieser Kommi noch drin und dann werde ich aus dem Creators Dashboard diesen Kommi vorlesen. Aus dem Creators Cashmo. Cashmo, genau. Ja. Ein freudscher Versprecher auf jeden Fall. Okay. Wer fängt an? Wie du willst. Also Dr. Namus hat geschrieben, König im Süden. Könige im Süden, glaube ich sogar, ein Plural. Ah, zwei Kronen, verstehe. Könige im Süden. Yes, yes, stabil. Yes, yes, ja. Danke. Sun Wukong schreibt, schön auch mal einen Hip-Hop-Diskurs zu hören, der nicht verblödet ist. Vielen Dank auf jeden Fall. Thank you very much. Thank you, thank you. Frank Lemanschik hat geschrieben, oder Lemanschik, ich bin mir nicht sicher, habt ihr schon mitbekommen, wissenschaftliche Auswertung zur Wirksamkeit der Maßnahmen. Keine Evidenz, interessiert das gar nicht, dass keiner Hinweis finden konnte, die vermuten lassen, dass es irgendwas gebracht hat. Ich verstehe nicht hundertprozentig, worauf du hinaus willst, aber höchstwahrscheinlich willst du darauf hinaus, dass du anscheinend irgendeinen Anlass zur Annahme hast, dass es überhaupt keinen Beweis dafür gibt, dass die Impfung oder Maßnahmen oder sonst irgendwas gebracht hat, so klingt es. Du bist da auf jeden Fall herzlich willkommen, unter dieser Folge hier zu kommentieren und einen Link beizufügen, wo man nachschauen kann, wo du das her hast, wie du da drauf kommst, dass es dafür, dass es da einen Beweis gibt, dass es nicht nachweisbar ist, dass es was gebracht hat. Weil der Common Sense, der wissenschaftliche Konsens, kannst du auf jeder seriösen Wissenschaftsplattform nachgucken, ist, dass es was gebracht hat. Ganz klar. Kannst du die nächsten Kombi auch... Oder das Hauptinstitut zum Beispiel schon. Sorry. Kannst du die nächsten Kombi auch vorlesen, damit ich das dann später aus dem Creators Dashboard den Kram vorlesen kann? Ja, okay. Der nächste Kommentar ist von Eis und der schreibt, Animus ist ein Fähnchen im Wind. Je nachdem, bei wem er war, Curse, Moses, Flair, Manu, Azad, Bu, war er zum Beispiel erst nicht Straße, dann doch, dann wieder nicht, inklusive Zinken, oder dass er keine Prinzipien hat, damit meine ich, dass er zu jemandem gegangen ist, Bushido, der ihn jahrelang verspottet und beleidigt hat. Da kann er gut rappen, wie er will. Ja. Das ist Eis Meinung. Auf jeden Fall. Was sagst du dazu? Also der Eindruck kann auf jeden Fall, also den Eindruck, kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Ja. Ja. Den Eindruck kann man nachvollziehen. Ich kenne Animus nicht persönlich. Ich will mir jetzt kein zu vorgefertigtes Urteil über seine Person an sich bilden. Und ich sag mal so, es kann manchmal können Laufbahnen missinterpretiert werden, wo oftmals im Hintergrund Sachen passiert sind, die man nicht nachvollziehen kann. Aber in der Dichte, wie es bei Animus ist, muss man schon sagen, ist es schon spannend, sage ich mal. Weil es waren tatsächlich echt sehr viele Stationen bei ihm. Wirklich. Curse, Moses, Flair, Manuel, Azad, Bushido.
Da kann man natürlich dann denken, ja, es waren jedes Mal die anderen schuld. Man kann sich aber auch fragen, was ist bei ihm? Klar, kann man sich fragen, auf jeden Fall, definitiv. Also, weißt du, so einmal, zweimal, dreimal, kann sein. Aber irgendwann kann man dann schon sich fragen, weißt du, was ich meine? Ja, das ist, ich glaube, da geht es dann halt auch um das Thema der Kommunikation. Was war seine Aufgabe? Wenn du Rapper bist, ich meine, alle Rapper haben Egos. Wir Rapper oder jeder Rapper hat ein Ego. Und ich denke mal, wenn du dort als zweite, dritte Geige irgendwo bist, dann willst du halt etwas finden, wo du vielleicht mehr im Vordergrund stehst und dann bekommt man wahrscheinlich auch Versprechungen. Also ich will jetzt einfach nur mal so die andere Seite beleuchten. Vielleicht bekommt man da auch irgendwie Versprechungen und dann fühlt man sich irgendwann mal unwohl, weil man vielleicht immer nur die zweite Geige spielt, weil man immer nur schreibt und vielleicht mal im Video böse gucken kann, aber kein Feature bekommt, sein Album nach hinten gepusht wird und so weiter und so fort. So die Rapper-Probleme, typische Rapper-Probleme. Kann natürlich auch sein so. Und also ich würde es einfach nur noch als Faktor mit reinwerfen in die Waagschale. Mhm. Ja. Eis schreibt, ja, aber man kann bei Zahlung mit Bargeld nicht zurückverfolgen, was du zum Beispiel im Supermarkt gekauft hast. Daraufhin kommt eine Antwort von Zero. Und diese Antwort ist in YouTube nicht sichtbar. Entschuldige Zero, ich kann die auch nicht wieder reinholen, aber im Dashboard sehe ich sie. Und da steht jetzt, wenn jemand wirklich wollen würde, spätestens ist alles protokolliert auf den Überwachungskameras. China hat da Erfahrung mit Tracking-Systemen, aber ich gebe dir da vollkommen recht, Bargeld bietet eine bequeme und einfache Freiheit, Käufe zu tätigen, die dir dann nicht immer direkt auf deinen Namen vermerkt sind und dir konkret zuzuordnen sind. Die komplette Abschaffung wäre doch der heraufbeschworene Traum für die allmächtigen Tentakel, Vorratsdatenspeicherungskrake der kapitalistischen Overlords wie in Lovecraft-Romanen. Jesus versucht, Kryptos als Gegenargument anzuführen, aber wie es jetzt schon ist, werden Alternativen zur überall akzeptierten Währung, sobald es dann kein Bargeld mehr gibt, sicher weiter eine Nischenmethode zum Zahlen bleiben. Ja, eine Nischenmethode, ja, aber eine Methode. Oder? Richtig. Ja. Sagt ja kein Mensch, dass sich die Beliebtheit von bestimmten Zahlungsformen nicht umverlagern oder verändern, aber das liegt hauptsächlich auch am Konsumverhalten der Menschen. Also ich glaube, die meisten Menschen wollen eher, dass es bequem ist und nicht, dass es anonym ist, weil, also sorry, ja, du kannst sagen, ja, ich möchte nicht, dass man nachvollziehen kann, was ich im Supermarkt gekauft habe, aber ich glaube ganz echt, den meisten Menschen ist es scheißegal, weil wen juckt es denn, was du im Supermarkt gekauft hast? Wieso willst du das denn unbedingt so versteckt wissen? Also was ist daran so spektakulär? Du musst ja auch immer so überlegen, warum, also es kann ja nicht, wenn man jetzt digital bezahlt, dann heißt es ja nicht automatisch, dass jetzt jeder Vollidiot dann nachvollziehen kann, ob du jetzt 2 oder 3 Zucchinis im Lidl gekauft hast. Sondern damit man es nachvollziehen kann, muss dann immer noch eine Behörde bla bla bla, oder verstehst du, was ich meine? So, und dazu muss ja erstmal ein Grund zur Annahme sein. Es wird ja nicht einfach von jedem Privatbürger, der völlig uninteressant ist jetzt für irgendwelche Ermittlungsbehörden, wird ja nicht bei jedem einfach random dann nachvollzogen, was die gekauft haben. Also ja, was genau ist deine Angst eigentlich? Ja, aber es geht jetzt weiter, Ja. Blablabla, Nischenmethode. Das mag hier und da für private und illegale Machenschaften problemlos reichen. Aber so wie es Jesus zu sehen, dass es auch nur ein Hauch was dagegen macht, dass dann dein ganzes Leben plötzlich mit einer kompletten Kaufhistory verknüpft ist und somit dein halbes Leben gläsern, wie noch was wird, ist wahnsinnig naiv und unterkomplex. Geschweige denn davon, was sich damit für dystopische George Orwell-Fantasien für Unternehmen und Staat eröffnen würden. Ich meine, das machen wir ja jetzt schon. Wir geben ja freiwillig unsere Daten. Wir posten auf Instagram. Ja, wir probieren den Instagram, neuesten. Wo wir in den Urlaub gehen, in welchem Restaurant, wir welchen Teller essen. Wir fotografieren das doch alles selber freiwillig ab und posten das nicht irgendwo hin, sondern auf Server von Social Media Tech Riesen, die in den USA oder in China oder in Russland oder so oder in Dubai oder sonst was. Hä? Und warum? Damit wir einen Filter posten können, wo wir Hasenohren haben oder sonst irgendwie was. Wo die dann auch unsere Gesicht. Schon lange wieder aus. Ja, oder halt irgendwas.
Weißt du, irgendwelche Filter, die, ich bin halt ein Boomer, Alter. Irgendwelche Nein, Filter. Bist du nicht, Mann, ich ziehe schon nur auf, Alter, werde ich doch mal. Alles gut. Aber halt, weißt du, das ist ja auch diese ganzen Gesichtsscan-Geschichten, Apps und so. Naja, es geht weiter. Stimmt, du hast absolut recht. So, die Leute benutzen das trotzdem die ganze Zeit. Ja. Geschweige denn, Unternehmen. China und die eine Black Mirror-Folge mit der Jurassic World-Tante, da sind gute negative Beispiele dafür. Negative Beispiele, absolut. Sicher kann man da weiter aufs Privatsphärenrecht verlassen, aber so wie wir unsere Daten jetzt schon freiwillig an alle US-Unternehmen weitergeben, sehe ich da kein Land wie Bermuda-Dreieck-Überquerer. Oh, mit Punchline am Ende. Mhm. Ja. Ja, stark. Stark, ja. Also ein, zwei Sachen sind auf jeden Fall... sind so, aber gerade das Thema, dass wir es bereits freiwillig machen, auf jeden Fall. Und ja. Ice antwortet at Zero Real Talk. Und ich bezweifle, sorry, wenn ich da reingrätsche, und ich bezweifle, dass die Leute, die dann bei Instagram sich Filter runterladen, von irgendwelchen privaten Programmierern, dass die dann nachprüfen, ja, Moment mal, was macht denn dieser Filter alles? Genau. Da gibt es einfach tausende Filter, die von irgendjemandem gemacht wurden. Ja, voll. Also die Leute dann nachschauen, ja, wer ist denn der Programmierer? Genau. Was wird denn da mit dem Filter gemacht? Was, genau. was passiert denn da mit meinem Smartphone dann? Genau. Ja. Genau. Absolut. So, du bist dran mit dem nächsten. Yes, der nächste Kommentar ist von Not Found und der schreibt, Jesus-Logik, Doppelpunkt. Haut eine ganze Anti-Schwurbel-Manamia-Folge raus. Zeitlich hätte es sich nicht passender ereignen können. Es droppt ein Interview, in dem Cashmo die stumpfen, konservativsten Schwurbeltheorien in Nuancen vertritt. Jesus kotzt sich urplötzlich aus dem Nichts mit einem allgemein formulierten Tweet aus, der sich über die Dummheit der Leute im Deutschrap in Interviews echauffiert. Aber weil man es allgemein adressiert und Cashmo natürlich nicht genannt wurde, war das Cashmo-Interview natürlich definitiv absolut kein Auslöser für den Tweet. Nein, niemals. Wie kann man das nur denken? Wo kommen wir da denn hin? Der Cashmo muss paranoid des Todes sein und ist nur auf Promokonfrontation für sein Album aus. Jeder sieht das. Ich, der überlegene Jesus, formuliere meine Tweets nur an die undefinierbare Allgemeinheit. Und dann kommt in Großbuchstaben, also Caps Lock, also quasi geschrien. Warum willst du uns immer für dumm verkaufen, Jesus? Es triggert so krass. Ah, man möchte am liebsten irgendwas boxen. Oh mein Gott, da scheint jemand wirklich innere Aggressionsprobleme mit sich zu tragen. Sag doch einmal im Nachhinein, wie es wirklich war. Und denk nicht auf Twitter und in deinen Tracks kannst du so sein, wie du wirklich bist und alles rauslassen, was du denkst. Und sobald du eine Kamera auf dich gerichtet hast und normal redest, bist du dann immer besonnen, ruderst zurück und gibst dich klüger. Richtig falsch. Heuchlerisch und unauthentisch kommt das, und das betrifft nicht nur den Fall jetzt hier. Aber ja, hatte natürlich alles nichts miteinander zu tun. Ich küsse doch dein Herz, aber sei doch einmal ehrlich. Warum gibst du nicht einfach zu, dass du mitbekommen hast, was Cashmo da von sich gibt, daraufhin den Tweet abgesetzt hast, aber allgemein formuliert, weil es nicht nur Cashmo ist, sondern noch so viel mehr als 90% in der Szene Scheiße labern und fertig. Alles gut, anstatt auf Krampf zu tun, als wäre das nicht so gewesen und zu sagen, du hättest das Interview nicht gesehen, als ob man dir das glaubt, und dann spielst du es bei deiner Reaction auch noch für die Lüge in der Öffentlichkeit runter. Geht's dir nur darum, jetzt nicht wieder Streit zu haben mit Cashmo direkt nach der Marvin-Sache oder was da los? Wow. War einiges drin, ne? Also, Not Found. Es ist echt jetzt Arbeit. Es fällt mir immer auf, dass so eine Art Kommentare immer Romane sein müssen. Es müssen immer Romane sein. So, mir wird ja vorgeworfen von Cashmo unter anderem, dass ich mich nie kurz fassen kann. Aber irgendwie sind genau diese Kommentare, die gerne mal Partei für ihn ergreifen, auch wenn er das jetzt hier nicht eindeutig gemacht hat, dass es immer so Romane sind, Bruder. Aber egal.
Wir wollen dem gerecht werden. So, kommen wir zum ersten Viertel des Kommentars. Da steht Jesus Logik, er haut eine ganze Anti-Schwurbel-Manamia-Folge raus. Zeitgleich hätte es nicht passender sich ereignen können. Es droppt ein Interview, in dem Cashmo die stumpfesten, konservativsten Schwurbeltheorie in Nuancen vertritt. Jesus kotzt sich urplötzlich aus dem Nichts in einem allgemein formulierten Tweet aus, der sich über die Dummheit der Leute im Deutschrap in Interviews echauffiert. So, bis dahin. Erstens, ich habe nicht ausgerechnet jetzt, wo Cashmo in seinem Interview Schwurbeltheorien in Nuancen vertritt. Ich rede schon seit 2 Jahren mit Chusen in unserem Podcast über Verschwörungstheorien und Leute, die Verschwörungstheorien verbreiten. Du hast einfach deine Hausaufgaben nicht gemacht und hast dich nicht mit uns beschäftigt und trotzdem hier in deinem sehr ausführlichen Kommentar ein Urteil über uns gebildet. Wir haben in der Folge vor Cashmos Interview schon einen ehemaligen Verschwörungstheoretiker, den Baba Bartunek, zu Gast gehabt und seine Story erzählen lassen, wie er reingerutscht ist in diese Verschwörungstheoretiker-Szene und wieder rausgekommen ist. Wir haben in der Vergangenheit schon so oft darüber geredet, das Thema haben wir nicht wegen Cashmo aufgemacht. Ganz einfach. So, zweitens, dann steht da urplötzlich aus dem Nichts, mache ich einen allgemein formulierten Tweet aus und kotze über die Deutschrap-Szene. Digga, dann hast du auch von meinem Twitter-Account und anscheinend über Twitter an sich keine Ahnung, weil ich mich andauernd auskotze auf Twitter, weil Twitter dafür da ist, dass man sich auskotzt. Und das macht man halt gerne mal allgemein. Aber das ist so wäre, was da jetzt nämlich dann hier noch kommt. Es muss allgemein formuliert sein. Der überlegene Jesus formuliert seine Tweets nur an die undefinierbare Allgemeinheit. Das ist ein völliger Blödsinn. Ich habe schon unzählige Male Leute direkt adressiert, inklusive Cashmo. Auch in der Vergangenheit habe ich und haben wir ihn auch direkt adressiert. Sowohl bei mir in Twitch als auch hier bei uns im Podcast. Ja. Also das ist das, was du da sagst, ist entweder Unwissenheit und dann, wie gesagt, ist es ein bisschen naiv von dir, dass du dann hier versuchen möchtest, anzukämpfen argumentativ, oder du versuchst hier einfach böswillig Unwahrheiten zu verbreiten. Beides ist nicht so cool, mein Lieber. Und weil dir das wahrscheinlich selber irgendwie auch bewusst zu sein scheint, verfällst du dann in der Mitte in diesen Caps Lock Rant quasi, wo du mir dann schreibst, warum willst du uns immer für dumm verkaufen, Jesus? Wer ist uns? Also, was denkst du denn, wer du bist? Glaubst du ernsthaft, dass ich mich extra wegen dir auf die Mission begeben habe, dich für dumm zu verkaufen? Und wenn du dir deswegen am liebsten irgendwas boxen möchtest, dann solltest du dir vielleicht Gedanken darüber machen, dass das Internet dir vielleicht nicht so gut tut. Wenn dich die Meinungsäußerung von jemand anderem so auf die Palme bringt, dass du etwas boxen möchtest, dann wirklich, mein Lieber, dann scheint es dir nicht so gut zu gehen. Und um es im Twitter-Slang zu sprechen, mach Fenster auf Kipp. Mach mal Internet aus, leg mal Handy weg, geh mal ein bisschen raus. Vielleicht tut dir das gut, ich weiß es nicht. Ja, wirklich. So, gab es da noch irgendwas, worauf man noch antworten musste? Aber heuchlerisch, nicht authentisch, bis in deinen Songs lässt du alles raus und dann, wenn die Kamera, bist du auf bla bla bla. Ja, das ist ja im Prinzip nochmal die Wiederholung von dem, was da in der ersten... Ja, wie auch immer. Also viel Mühe gegeben für diesen Kommentar, wenig argumentative Wirkung in meinen Augen. Aber trotzdem, danke für deinen Kommentar. Danke auf jeden Fall. Manning schreibt, hat mir jetzt fast das ganze Cashmo-Interview angeschaut. Es ist eines der besagten 90% meiner Meinung nach. Die Aussagen, dass Männer verweichlicht werden und Handtaschen tragen, was soll das? Er trägt doch aber auch immer eine Gürteltasche, die er schräg trägt. Wo ist der Unterschied? Und niemand soll diese Verweichlichung den Kindern beibringen. Okay, also Frauenrechte etc. ist nicht so wichtig und soll alles so bleiben, wie es ist. Wie wäre es, wenn Cashmo eine Tochter hätte? Ich finde lackierte Nägel bei Männern auch nicht gut, aber jeder, was er will. Und wir werden verweichlicht, damit die Bevölkerung nicht protestiert?
Was passiert denn bei Friday for Future? Ein Mädchen protestiert so hart, dass sogar Staatsoberhäupter mit ihr diskutieren und alle werden weich? Verstehe diese Aussagen nicht. Und ich finde auch, dass er in anderen Bereichen öfters gute Sachen sagt. Aber hier finde ich es eben nicht. Und bei dem Thema mit Bargeld hat Jay recht. Wir in Deutschland sind einfach hinten dran. Durch Corona ist es etwas besser geworden mit den Zahlungsmöglichkeiten. Aber schon vor Corona konnte man in Amsterdam in vielen Läden und sogar Eisdielen nicht mit Bargeld bezahlen. Ich persönlich möchte gar keinen Geldbeutel mehr und alles digital auf dem Smartphone. Versicherungskarte, Führerschein etc. Ich schwöre, ja, hätte ich auch gerne. Ja. Weil ich auch jemand bin, der gerne mal Sachen verlegt, aber mein Smartphone ist immer in meiner Hosentasche. Das wäre optimal, weil alles da drauf wäre. Das wär richtig geil. Wäre richtig praktisch. Ja, und ich meine, wir haben alle... Damit will mich keiner dazu zwingen. Ich würde es machen. Ja, ja. Weil wenn es jetzt gerade ums Thema Tracking geht, wir haben doch alle Google Maps drauf, Leute. Und Geolocation und mein Handy, ich habe mein Handy verloren, Handy suchen, iPhone suchen und so ein Kram. Das ist doch auch alles, also wenn wir wollen, dass das System so läuft, dann müssen wir halt in den sauren Apfel beißen. So, wenn du jetzt, wenn du keinen Bock darauf hast, dann such dir ein Waldstück ohne Internet, Smartphone wirst du nicht brauchen und leb dort wie vor 300 Jahren, alles easy. Also, und es ist halt auch einfach schade, dass man immer nur die negativen Aspekte sieht und nicht die positiven. Ja, natürlich. Weißt du, guck mal, wenn ich zum Beispiel durch mein Smartphone die Möglichkeit habe, dass wenn meine Eltern im Rentenalter zum Beispiel sich auf die zweitägige Autofahrt von Deutschland nach Griechenland machen, dass ich dann einfach die Möglichkeit habe, nachdem das natürlich in beidseitigem Einvernehmen passiert ist, dass ich dann die dann einfach lokalisieren kann und einfach gerade sehen kann, ah, schön, die sind bei uns im Dorf. Genau. Dann ist es für mich was Geiles. Ich kann einfach gerade sehen, wo meine Mutter ist. Ich sehe einfach gerade genau, wo die ist. Die ist hier bei uns im Dorf, am Meer. Genau da ist sie gerade. Schön. Geil. Ja. Und ich kann es jetzt gucken. Bevor es diese App gab auf dem iPhone, gab es die GPS-Ortung schon davor für Menschen mit mehr Einfluss. Hey, Bro, mein Sohn hat auch so eine Uhr, dann sehe ich auch jederzeit, wo der ist, wo der steckt, so. Ja. Ja. Kein Plan. Also ich meine, hey, alles gut. Verweichlichen wir dadurch als Gesellschaft? Keine Ahnung, bin ich nicht der Meinung. Ja. Also aber das ist halt dieser Talk, guck mal, dieser Talk, du weißt ja, ich höre schon seit sehr vielen Jahren Joe Rogan. Und ich finde ihn, teilweise finde ich, dass er interessante Sachen sagt, aber diesen ganzen Talk, der läuft seit 2 Jahren bei Joe Rogan in jeder 4., 5. Folge so. Das ist, ich habe einfach nur so den Eindruck, dass es alles nur nochmal wiederholt wird. Und Joe Rogan wiederholt halt manche Themen immer wieder und dadurch wird das dann halt auch immer wieder von anderen wiederholt und das wird dann, bohrt sich ja, so in die Köpfe. Aber, also, keine Ahnung. Das ist einfach auch ein alter Schuh. Ja, natürlich. Also, ich mir ist scheißegal, was andere von mir denken, aber ich bin nicht verweichlicht. Ich bin stabil. So, und dieses Märchen von wegen, wir werden alle verweichlicht, ist ja noch nicht mal was Neues. Bruder, das hat schon Hitler gemacht. Schon die Nazis in Nazi-Deutschland haben gespielt mit diesem, dass alle verweichlicht wurden und man muss wieder hart gemacht werden, gestählert und bla. Das haben ja die Nazis schon gemacht und haben dann auch versucht, die Schulmedizin zu framen und dann Volksheilkunde, damit der deutsche Volkskörper wieder gestählt wird. Das ist doch nichts Neues, Bruder. Das ist uralt, dieser Quatsch. Ja. So, du hast das Gefühl, alles wird zu weich. Bist du vielleicht zu weich oder was ist mit dir? Ja. So, also ich brauche da niemanden, der mir irgendwie erklärt, ob wir, ich bin nicht verweichlicht. Ja. So, alles wunderbar. Ja. Breit gebaut, braun gebrannt, 120 Kantelbank. Beste Leben. Bam. Nicht schlecht, Alter. Das war das Haus am See, unsere Kommentarfunktion, unsere Kommentarsektion in der Manamia, im Manamia Podcast. In der Manamia Podcast. In der Manamia Podcast. Ich würde sagen, dass wir uns langsam in Richtung Ausgang begeben. Yes. Hast du noch einen Tipp oder beziehungsweise eine Empfehlung für diese Woche? Musikwunsch. Ein Musikwunsch, etwas, was wir auf die Liste packen.
Warte, wir haben gar keine Liste, aber auf das Ding packen hier. Warte mal. In die Beschreibung jetzt. Meine gut. Güte. Deutsch nichts gut. Von Burner Boy Vanilla. Nice. Neuen Album. Nice. Nein, weißt du was? Kilometer. Hast du schon. Dann doch Vanilla. Ja, ich höre das Album gerade viel, deswegen ich mag alle Songs von dem Album. Schreibst du es noch auf mit Stift? Ja. Schickst du es dann per Post an die Redaktion? Apropos Boomer. Wie war es? Burner Boy und dann, wie ist das Song? Guck mal, Vanilla. Einfach Vanilla. Ich habe auch schon mein Gedächtnis verloren. Ich bin echt alt. So, meine Empfehlung ist... Meine Empfehlung. Ah ja, Brent Fires Album. Zieht euch das ganze Album rein. Wasteland. Das ist letzte Woche rausgekommen. Ich habe es mir auf jeden Fall reingezogen. Ich finde es ganz nice. Da gibt es einen Song, da ist Alicia Keys drauf gefeatured und sie hat einen Rap-Part. Also sie singt nicht, sondern hat einen Rap-Part. Zieht euch mal rein. Das ganze Album ist irgendwie... Ist halt Brent Fires, so muss man mögen. Entweder man mag es oder man mag es nicht. Ich empfehle aber auf jeden Fall einen Song, den ich sehr gerne und sehr oft gehört habe, und zwar Addictions featuring Trey Amani. Nice. Alright. Very good. Very, very good. In this case, is there anything else you would like to tell our audience? No. Ja gut, in dem Fall, bleibt gesund, immer schön eincremen, fick Faschismus, peace, peace, gang, gang. Tschüssi. No man alive has ever witnessed struggles I survived. I shed tattooed tears and couldn't sleep good.